Veranstaltungsblock, wo wir einzelnen Angeboten auch nochmal die Möglichkeit geben wollten, sich persönlich vorzustellen. Der erste Teil stellt die waldpädagogischen Angebote von Thüringen Forst vor. Leider beziehungsweise glücklicherweise sind die verantwortlichen angefragten Personen heute im Wald mit Kindern unterwegs, weswegen wir ein Video zur Verfügung gestellt bekommen haben, die, wie ich finde, die Angebote sehr gut darstellt und das Ganze im Rahmen des Thüringer Qualitätssiegels BNE. Das wurde letztes Jahr auch schon als Akteur vorgestellt und befindet sich eben auch, wie Sie vielleicht entdeckt haben, bei uns auf dem Markt der Möglichkeiten, wo sich auch andere ausgezeichnete Lernorte und Angebote entdecken lassen können. Nun gebe ich das Zeichen an die Regie, das Video bitte zu starten und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Also, ich bin gespannt, wen du heute mitgebracht hast. Waldemar, kennst du schon die Kinder? Ja, ich kenne die schon. Die sind hier aus der Grundschule. Die Schillerschule ist das hier. Und die haben mit uns gemeinsam auch schon mal eine schöne Sommerfreizeit gemacht. Und die finden hier oben zum Bismarckturm zu wandern total spannend, weil es hier ganz viel Wald gibt. Kann man ganz viel entdecken und spielen und kann ganz viel lernen. Du weißt ja, das mit dem Waldwissen, ne, was die Förster immer so erzählen. Der Wald ist Rohstofflieferant, Boden- und Luftfilter für uns. Er ist CO2-Senke, gerade jetzt im Zuge des Klimawandels. Ganz aktuell rückt das so für uns in den Fokus. Er ist aber auch ein Arbeitsplatz. In Thüringen sind mehr als 40.000 Menschen mit dem Wald verbunden in Sachen Arbeit. Und er ist auch Erholungsort. Die Angebotspalette bei unseren Angeboten in Sachen BNE ist total bunt. Sie können sich vorstellen, wenn bei uns 45 Waldpädagogen unterwegs sind, dann sind die auch mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten unterwegs und die Angebote reichen wirklich von klein bis groß, von Kindern bis Erwachsenen oder auch Spezialzielgruppen wie Waldbesitzer. Also ganz konkret ist es tatsächlich so, wir haben Angebote, die bei ganz einfachen haptischen Dingen anfangen, Taschenmesserführerschein, die Draußenschule für Kinder von ganz klein, 1. Klasse bis 13. Klasse, wo es auch in den Bereich der Wissenschaften und des Klimawandels geht. Aber auch Waldführung, Klimawanderung und auch solche Sachen wie Waldbaden gehören mit dazu. Wir haben jetzt ein neues Angebot, die mobile Bildung. Das sind Kollegen, die hauptamtlich in Sachen Bildung in ganz Thüringen unterwegs sind, über Grenzen von Forstämtern hinweg. Und die Nachfrage von Schulen und Schulämtern ist riesig. Es ist unheimlich spannend und wir sind total froh, dass wir über diese grüne Bildung als Thüringen Forst mit vielen verschiedenen Zielgruppen in Kontakt treten können und hier auch für das Thema Wald sensibilisieren. Also, was wir heute hier erleben, ist Teil der mobilen Umweltbildung. Das heißt, wir möchten dorthin kommen, wo die Zielgruppe tatsächlich zu Hause ist. Und unsere mobilen Umweltbildner setzen sich dann in Bewegung. Es ist besser, einer setzt sich in Bewegung, als anstatt dass 20 sich in Bewegung setzen und kommen dann hier vor Ort und können dieses Bildungsangebot vor Ort wahrnehmen. Hier vor uns haben wir das Waldmobil, das ist Teil der mobilen Umweltbildung. Hier haben die beiden Umweltbildner oder alle mobilen Umweltbildner alle ihre Arbeitsmaterialien am Mann. Das heißt, vom Fernseher über den Laptop. Und das ist auch wichtig. Wir möchten auch junge Erwachsene mitnehmen, die arbeiten mit digitalen Medien. Das sollte nicht der Ausschluss sein, wenn man in den Wald kommt, sondern genau das ist auch eine Brücke oder ein Brückenthema, über das wir wieder Jugendliche in den Wald holen. Bis zu Präparaten, Klettergarnituren, ja, alles am Mann, um auch eine Umweltbildung zu machen, die bewegt ist, die ganz dicht am Wald ist und die auch einen Kontrapunkt bietet, womöglich zu schulischen Sitzangeboten. Denn wir möchten hier bewegt und erlebnisreich im Lernen auch im Wald unterwegs sein.
Und BNE ist für uns die, so eine Grundaufgabe, dass wir sagen, wir möchten mit unseren Bildungsmodulen die Zielgruppen, die zu uns kommen, befähigen, global zu denken, aber dieses globale Denken tatsächlich im Wald, im Hier und Jetzt regional zu erleben. Vielleicht mal an einem kleinen Beispiel, wenn wir uns über Holzverbrauch und Papierverwendung miteinander besprochen haben, dann soll das ja auch in einem Handlungsstrang enden. Und dann kann ich ja tatsächlich überlegen, wenn ich weiß, das Holz aus dem Wald sorgt für das Papier, was ich zu Hause auf dem Schreibtisch habe, dann kann ich mir überlegen, gebe ich das Altpapier ins Recycling, verzichte ich auch manchmal auf den Einsatz von Papier oder gehe ich wirklich sparsam damit um. Also ich arbeite besonders gerne mit Kindern und viele Förster arbeiten besonders gerne mit Kindern, weil es so eine Gemeinsamkeit gibt. Beides wächst in die Zukunft, Wald und Kinder, und das ist so eine Vision, die kann man dann auch weitertragen. Und wir wissen auch, wenn man mit Kindern Umweltbildung macht, die nehmen diese Ideen alle mit nach Hause, und diese Kinder, die heute bei uns waren, spätestens wenn heute Nachmittag der Rucksack ausgepackt wird und irgendein Waldgegenstand mit drin ist, dann kommen die nochmal so ins Reden. Das ist traumhaft, diese Brücke zu begehen. Ich fand, das waren schon richtig kleine Waldexperten heute, oder? Große. Groß, ja, groß, ja. Viel größer als wir. Die hatten schon ganz viel Waldwissen im Rucksack. Ja. Ja, super. An dieser Stelle auf jeden Fall über diesen Weg auch nochmal herzlichen Dank für diesen Beitrag von Thüringen Forst. Für Sie als Teilnehmende noch der Hinweis, auch auf den nächsten Vortrag bezogen, haben Sie Fragen zu diesen Beiträgen. Stellen Sie die gerne in den Chat. Wir werden den Chat verfolgen und dann auch an die Referierenden weiterleiten. In diesem Fall wie gesagt, die Hauptverantwortlichen jetzt von den Angeboten von Thüringen Forst, von den waldpädagogischen Angeboten, ich vor Ort. Wir haben aber auch Vertretungen aus verschiedenen Forstämtern jetzt hier in der Gruppe. Und falls jetzt hier eine direkte Frage zu diesem Beitrag besteht, auch gerne stellen. Vielleicht kann sie ja dann auch direkt beantwortet werden. Wenn nicht, leite ich sie selbstverständlich gerne weiter. Und Sie haben ja auch im Markt der Möglichkeiten auch eben Thüringen Forst, die waldpädagogischen Angebote auch aufgelistet und da explizit dann auch nochmal die Kontaktdaten, die Sie dann auch gerne nutzen können. Jetzt freue ich mich ganz besonders, Frau Pech von der Auwaldstation Leipzig hier in der Runde begrüßen zu können. Sie wird dankenswerterweise das Projekt Bildungszentren Klimaschutz vorstellen und da auch auf die Region Ost eingehen, wo eben das Bundesland Thüringen auch dazu zählt. Und ja, bevor ich zu viel vorwegnehme, gebe ich an Sie weiter. Sie dürfen gerne den Bildschirm teilen und den Vortrag starten. Vielen, vielen Dank. Und den Ton noch anstellen. Der Klassiker. Ich dachte, ich habe gerade schon mal drauf gedrückt, aber danke. Ja, gerne. Das ist den gleichen Fehler. Genau, dann teile ich jetzt meinen Bildschirm und starte die Präsentation. Hat das jetzt geklappt? Jetzt, ne? Dass der Bildschirm geteilt ist? Ja, das sieht gut aus. Okay, super, sehr schön. Genau, also ich möchte heute mein Projekt sozusagen, das Netzwerk Klimazentren Bildungsschutz, Bildungszentren Klimaschutz, vorstellen. Ein kleiner Hinweis noch. Sie haben, glaube ich, die Referentenansicht gewählt, sodass wir nicht die Folie im Ganzen sehen, sondern die Referentenansicht. Dann Sie wissen, was ich meine? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Das tut mir leid. Dann habe ich wahrscheinlich den falschen Bildschirm ausgewählt. Dann machen wir das so und jetzt ist besser. Super, vielen, vielen Dank. Okay, tut mir leid. Kein Ding. Dann fange ich einfach nochmal an. Genau. Also ich möchte heute das Netzwerk Bildungszentren Klimaschutz vorstellen. Und wir versuchen in dem Projekt Klimabildung in außerschulischen Bildungseinrichtungen noch ein bisschen voranzubringen und dazu unterstützend zu wirken. Genau dazu arbeiten wir im Projekt Bildung Klima Plus 56. Das hat eine Projektlaufzeit von 2021 bis 2024 und wird unter anderem durch die Nationale Klimaschutzinitiative gefördert und finanziert, also auch durchs Bundesministerium. Und genau, eine Folie weiter. Unser Ziel ist es, Bildungsangebote an außerschulischen Lernorten zum Thema Klimaschutz vielfältig zu optimieren. Da haben wir so ein bisschen einen Fokus auf die Standardthemen wie Wald, Wasser, Wiese und aber auch die Themen Recycling, Mobilität, Energie, Konsum
Genau, also eine ziemlich breite Palette und die außerschulischen Lernorte können sich da so ein bisschen ihren eigenen Weg finden, an welche Themen sie da anknüpfen können. Genau. Dann ist der zweite Punkt, dass die außerschulischen Bildungseinrichtungen, die mit uns zusammenarbeiten, wir uns mit denen auf einen Weg zur Klimaneutralität begeben. Also da geht es um Treibhausgasemissionen und die Einsparung dieser durch infrastrukturelle Maßnahmen. Also was beispielsweise an den Gebäuden oder an den Einrichtungen, an den Mitarbeitenden, an deren Mobilität verändert werden kann, um auch eine Vorbildfunktion einzunehmen und eine Vorbildrolle. Genau, und der dritte Punkt ist, durch verschiedene kleinere Veranstaltungen VerbraucherInnen darin zu unterstützen, ihre persönlichen Treibhausgasemissionen zu senken. Und wie gerade schon angedeutet wurde, gibt es da deutschlandweit 4 Projektregionen. Vom Klimahaus Bremerhaven im Norden über das Naturgut Obhofen im Westen und die LBV-Umweltstation im Süden. Dann genau sozusagen zu mir. Ich sitze in der Umweltstation in Leipzig und ich bin unter anderem verantwortlich für die Bundesländer Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Und man kann hier auf der Karte ganz gut erkennen, dass da, wo Thüringen zu erahnen ist, in meiner Projektregion, noch nicht ganz so viel los ist. Also da haben wir noch nicht ganz so viele Bildungseinrichtungen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Und genau, dieser eine rote Punkt, der da eingetragen ist, ist das Schulleintheim Stern in Jena, die schon Mitglied bei uns im Netzwerk sind. Ich habe hier nochmal die Regionalzentren. Die sind auch total unterschiedlich. Also von uns die Auwaldstation in Leipzig, eine relativ kleine Einrichtung mit zwar vielen Programmen, aber nur 3 bis 4 festangestellten Mitarbeitenden. Ja, und dann das Klimahaus Bremerhaven dagegen. Es ist ein riesengroßes Museum, ein Kompetenzzentrum, die insgesamt 130 Mitarbeitende haben. Also wir als Regionalzentren sind schon sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Da gibt es keine Standardschablone. Und so auch die außerschulischen Bildungseinrichtungen, die bereits bei uns im Netzwerk sind. Das können auch Museen sein, Naturschutzstationen, Umweltbildungseinrichtungen und ähnliches, Jugendherbergen. Genau. Das Projekt hat insgesamt 4 Stränge. Die oberen beiden Blütenblätter, sage ich jetzt mal, bilden die Zusammenarbeit mit Umweltbildungszentren ab. Da werden einmal, wie gesagt, die Bildungsprogramme optimiert und diese infrastrukturellen Anpassungen, wie gesagt, der Weg zur Klimaneutralität. Und die unteren 2 Punkte sind einmal die Multiplikatorinnenfortbildungen. Das sind Fortbildungen für interessierte Personen aus dem Bildungsbereich, unabhängig von der Zusammenarbeit mit den Zentren. Also dafür kann sich auch angemeldet werden, wenn man einfach als Einzelperson in der Umweltbildung, Naturbildung oder in anderen Bereichen tätig ist und sich dafür bestimmte Themen bei uns interessiert. Wir hatten zum Beispiel schon Fortbildungen zu urbanen Gärten und Klimawandel, also das Gärtnern in urbanen Gärten. Dann zu Klimabildung beispielsweise im Watt. Genau, das ist auch immer räumlich nochmal so ein bisschen unterschiedlich, je nach den Projektzentren, also nach den Regionen. Und der 4. Punkt, den wir anstreben, ist einfach ein vergrößertes Bildungsnetzwerk. Das bedeutet, dass die Zentren, die mit uns zusammenarbeiten, aber auch die MultiplikatorInnen, die eine Schulung mit uns gemacht haben, dann in einem Netzwerk zusammenkommen. Da haben wir eine Plattform. Und die soll mit Leben erfüllt werden. Das geht gerade so langsam los. Und dass da einfach ein Ideenaustausch stattfindet, Kommunikation, vielleicht ein Austausch von Bildungsmaterialien, von Terminen. Genau, das beginnt gerade, sich so ein bisschen mit Leben zu erfüllen. Und wir hoffen, dass dann über das Jahr 2024 hinaus auch weiter besteht und man da einfach anknüpfen kann und vielleicht sich auch Arbeiten teilweise geteilt werden können. Genau. Dann ein kleiner Überblick, was sozusagen ein Bildungszentrum, was mit uns zusammenarbeiten würde, was es sozusagen erhält von uns. Und das ist einmal eine kostenfreie Startfortbildung. Und an diese Startfortbildung schließt sich eine kontinuierliche Beratung und Zusammenarbeit in einem Zeitraum von insgesamt 1 Jahr an. Also in diesem Zeitraum von 1 Jahr bin dann ich sozusagen auf jeden Fall eine präsente Ansprechpartnerin und würde darin unterstützen, bestehende Bildungsprogramme vielleicht zu überarbeiten oder ein paar Anknüpfungspunkte zu finden oder beispielsweise auch vollkommen neue Bildungsprogramme zu erarbeiten.
Und gleichzeitig sind dies aber auch meine drei Kolleginnen aus dem Norden, West und Süden. Wir haben alle so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten, in denen wir arbeiten. Also eine Person ist beispielsweise Museumswissenschaftlerin. Ich komme eher aus dem Bereich Klimabildung, viel Ehrenamtsarbeit. Genau, also ist es dann nicht nur die Koordinatorin aus dem jeweiligen Bereich, Ansprechpartnerin, sondern auch wir haben eine große Basis und können da auch Fragen und spezifischere Fragen immer an verschiedene Personen mit dem jeweiligen Schwerpunkt weitertragen. Genau, dann erhalten die Zentren von uns ein Starterpaket Klimabildung, damit die einfach die mögliche Umgestaltung von Bildungselementen so ein bisschen leichter geschieht. Es sind viele Praxisbeispiele drin, aber auch praktische Hilfsmittel. Genau. Und dann, wie gesagt, ich habe es schon mal erklärt, das Best Practice Sharing im deutschlandweiten Netzwerk. Also wir versuchen wirklich ein weiterhin bestehendes Netzwerk aufzubauen, wo sich unterstützt wird, wo ein Austausch stattfindet und was dann auch hoffentlich länger besteht als nur reine Projektphase. Und habe ich jetzt die Möglichkeiten zur Teilnahme nochmal kurz aufgelistet, vor allem jetzt im Bereich von Thüringen. Also Umweltbildungseinrichtungen oder auch Zusammenschlüsse können sich als assoziiertes Bildungszentrum bei uns bewerben und werden dann, wenn dann alles passt und die Voraussetzungen stimmen, wie gesagt, ein Jahr von uns begleitet. Es gibt die Möglichkeit, sich für eine Multiplikatorinnen-Schulung anzumelden oder aber auch eine Multiplikatorinnen-Veranstaltung mit mir zusammen zu planen und dass man gemeinsam beispielsweise eine veranstaltet, die dann entweder für den eigenen Verband, für die eigene Einrichtung oder aber auch für weitere Personen offen ist. Genau. Oder auch jederzeit gerne den Newsletter abonnieren. Da werden auch oft Bildungsmaterialien geteilt oder verschiedene Veranstaltungen. Und dann habe ich hier nochmal meine Kontaktdaten und ich glaube, die waren aber auch auf dem Markt der Möglichkeiten mit vertreten, sodass es, denke ich mal, auf jeden Fall relativ leicht möglich ist, mich zu kontaktieren. Genau, das war es erstmal von meiner Seite und falls Fragen sind, bin ich gern bereit zu beantworten. Herzlichen Dank, Frau Pech, für diesen eindrucksvollen Vortrag, der ja von dem über diesen wirklich sehr vollen, sehr, sehr wertvolles Netzwerk, wie ich finde, nicht nur bundesweit, sondern eben auch in den einzelnen Regionen. Sie hatten angedeutet, in Thüringen sind noch nicht so viele assoziierte Zentren dabei. Mhm. Das Schullandheim wurde genannt. Da hätte ich die Frage, wie gehen Sie denn an potenzielle NetzwerkpartnerInnen dann zu? Genau, also das erstmal als erste Frage. Ja, genau. Also es gab jetzt zwei Varianten. In der ersten Projektphase haben wir das so gemacht, dass wir über verschiedene Dachverbände gegangen sind, also beispielsweise die ANU, hier in Sachsen die LANU, BUND oder ähnliches, und erstmal ein bisschen breiter gestreut haben, um zu schauen, was zurückkommt, also welche Zentren sich beispielsweise bei uns bewerben. Da habe ich jetzt 8 Zentren sozusagen im Netzwerk und habe mir jetzt aber über den Sommer vorgenommen, sozusagen eine zweite Runde zu starten. Und da möchte ich jetzt aktiver auf Zentren zugehen. Also wir haben gerade noch mal so ein bisschen unsere Strategie gewechselt. Genau, beziehungsweise weiß ich auch, dass es meine Kolleginnen aus den anderen Bereichen anders machen. Also da ist uns freie Hand gelassen, aber ich bin jetzt dabei, über den Sommer auf die Zentren von mir aus zuzugehen, sodass wir dann über den Winter vielleicht diese Auftaktsschulung machen könnten. Super. Und also Sie hatten gesagt, welche Unterstützung diese Zentren bekommen. Wenn ich es verpasst habe, sagen Sie gerne Bescheid, aber gibt es auch Voraussetzungen, die zu beachten sind, die man, ja, wenn man sich bewerben will, beachten muss? Ja, tatsächlich. Also die sind ein bisschen umfänglicher, einfach dadurch, dass wir ja auch an unseren Förderrahmen gebunden sind. So müssen zumindest oder zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Kursen und Gruppen erfüllt werden, auf das Jahr gerechnet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich beispielsweise in so einer Art Zusammenschlüssen oder Konglomeraten zusammenzuschließen. Ich habe es jetzt beispielsweise bei den Waldschulen Berlin. Das sind kleinere Rucksackschulen und ja, da hat jede Rucksackschule sozusagen an einem Wochentag ein Angebot oder manchmal auch nur jeden zweiten Tag, je nachdem. Und da haben sich jetzt die 8 Berliner Rucksackwaldschulen zusammengeschlossen und treten als ein Zentrum auf und können damit halt besser die Voraussetzungen erfüllen. Genau, also ja, das klingt plausibel. Ja.
Die Waldschulen in Berlin, die treten ja auch so in der Öffentlichkeit sozusagen gemeinsam auf und Genau. haben dann entsprechend, ja genau, super. Und Sie selber machen dann aber nicht noch Werbung für die einzelnen Angebote bei den eigentlichen Zielgruppen der Lernorte, sondern das liegt dann wiederum in Verantwortung der Einrichtung, oder? Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz Also ob verstanden. Sie jetzt bei Bildungseinrichtungen breit dafür werben, dass es dieses Netzwerk gibt und gleichzeitig dann eben halt auch auf die einzelnen Einrichtungen in dem jeweiligen Bundesland hinweisen, oder unterstützen Sie direkt die Einrichtungen in der Bewerbung der Angebote? Nee, es ist eher die erstere Variante. Okay. Super. Ja, ich habe tatsächlich bisher keine Fragen im Chat entdecken können. Sie haben natürlich, wie auch schon der Hinweis gegeben wurde, weiterhin die Möglichkeit, die Kontaktdaten